Hi Leute, ich habe mir aus China ja einen Audiorekorder geholt, noch der auf SD-Karte aufzeichnet. Das ist das Ding hier. Hier ist tatsächlich eine Rekord-Stopp-Taste, eine Lautstärke-Taste, eine Bass-Taste. Allerdings steht hier drauf Digital Audio Player. Produkt auf MP3-Player made in China. Okay. Allerdings auf der Seite, auf der eBay-Seite, steht drauf, dass es ein Rekorder ist. Okay, ich habe mich dann, ich sag mal, in Anführungszeichen täuschen lassen. Machen wir mal eine SD-Karte rein. Schalten wir das Ding mal ein. Willkommen. Und der spielt hier MP3 ab. Wenn ich jetzt Kopfhörer anstecke, dann kann ich MP3 abspielen. Aber ich kann nicht aufnehmen. Pause. Ich mache die SD-Karte mal raus. Ich habe hier REC. Ups, nicht Pause. Ich habe hier REC. Ein FM-Radio und... ich habe MSC und zwar ich habe kein Rekordmenü. Jetzt habe ich in YouTube gesucht bei dem Player und dann müsste ein Rekordmenü sein. Ist nicht der Fall. Also das Ding, das mir der Chinese geschickt hat, kann nicht aufnehmen. Misk. Mal schauen, wie kann ich da auswählen. Ich glaube, das ist MP3-Menü. Hier, das ist Settings. Da habe ich nur Hintergrund, also Licht und Kontrast und Exit. Backlight, Kontrast, Exit. Okay, back. Gut, das war jetzt, ups, das ist jetzt wohl das Licht. Mal auf 0 lassen, genau. Ich will auf Exit, so. Okay, also ich kann nicht aufnehmen, wenn ich die Rekordtaste hier drücke, nimmt der gar nicht auf und ich glaube, dass der gar kein Mikrofon drin hat. Hier, wo Mic ist, da steht Mic. Da ist einfach nur zu. Und da ist Reset, da kann man schlecht reinschauen. Jetzt werde ich das Ding mal zerlegen und schauen, ob das Ding überhaupt eine Mikrofonkapsel hat, weil es soll ja aufnehmen können. Laut dem, also werde ich das mal zerlegen. Weil ich glaube, ich habe mich bescheißen lassen. Und was halt auch darauf hindeutet ist, dass dieser Aufkleber, der Verkäufer hat auch ein Produktbild drin, da wo das hier oben fehlt und das hier unten fehlt. Es ist, steht nur das YT03 drauf, 5 Volt und das Ding da. Das komische Zeichen. Aber ansonsten fehlt es. Und da steht auch nicht Player drauf. Da steht auch das MP3 hier nicht drauf. Daher denke ich, hat er das Ganze per Photoshop oder so bearbeitet. So. Dann mache ich mal den da auf. So. Okay, die zwei Schrauben reichen nicht, habe ich gemerkt, dann kriege ich das nicht auf und ich vermute, dass da drunter noch Schrauben sind. Also gucken wir mal da drunter. Okay, es ist noch an, Lautstärke war das und da sind noch zwei Schrauben, okay. Das klebt. Jetzt die zwei Schrauben noch aufschrauben. Ein Kreuz. Eins. Schauen wir mal, ob da ein Mikrofon überhaupt eingebaut ist. Das ist eine längere Stoppe, das sind zwei kurze. Eine längere. Wenn ich sie denn rausbekomme. Eine längere Stoppe und noch eine. Ich glaube, die ist dann auch länger. Dann schauen wir mal. Ah, die geht schon mal auf. Die Stauben beiseite. So, okay, wir haben hier ein Display, dann ein kleiner Chip. Mal schauen, ob das überhaupt ein Mikrofon hat. Da haben wir einen Akku. Hier steht ja Mic. Und ich sehe da kein Mikrofon. Hier nur ein Abstandhalter, da ein kleiner Chip. Da einen Chip. Das ist ein Chip, aber ich glaube, der Chip selbst könnte sogar aufnehmen. Aber da ist hier kein Mikrofon dran. Normal müsste an den letzten Bands hier schauen, wo geht das hin. Ist da irgendwo ein Mikrofon dran? Da ist ein Quarz. Haben da kein Mikrofon drin, wie es aussieht. Tja,
Speicher. Das heißt, ich habe ein Aufnahmegerät gekauft und da ist kein Mikrofon verbaut. Okay, ich habe aber auch keine Aufnahmefunktion bei dem Ding. Ja. Und wenn echt hier, da ist nur der Akku, und wenn echt hier ein Mikrofon sein soll, wobei das da ist ein Loch drin bei Reset und da ist es zu. Gibt es überhaupt einen Reset-Taster? Nein, es gibt keinen Reset-Taster hier. Also, wenn ich hier schaue, kein Reset-Taster und hier kein Mikrofon. Da wäre das Loch, wo Mic steht. Aber wir haben wieder hier ein Mikrofon. Da haben wir kein Mikrofon. Es ist einfach kein Mikrofon da. Ich mache mal größer. Mal schauen. Wir haben da einen Chip. Ich denke, das ist ein Operationsverstärker für den Audioausgang. Aber wieder hier ist ein Mikrofon. Da ist nur was aufgeklebt. Darunter sind gar keine Bauteile. So. Ist ja hinter dem Display. Wäre unsinnig, da Mikrofon unter Schaumstoff zu packen. Aber auch hier K1, K5, C12. Kein Mikrofon da. Da ist die Kartenslot. Dann ist das Ding nur ein reiner Player, wie es auch drauf steht auf dem Gehäuse. Ein Player mit FM-Radio, aber kein Aufnahmegerät. Tja, wenn ich gewusst hätte, dass ein Player ist, hätte ich es nicht gekauft. Und was halt auffällig ist, die Beschriftung hier. Ich kann jetzt mal das von eBay noch mit einblenden. Warte, ich mach mal kleiner. Dann schaue ich mal, ich kann das von eBay mal einblenden. Hier ist Digital Audio Player, steht da drauf. Und hier dann hier Produkt auf MP3 Player. Und wenn da nichts von Recorder drauf steht, also wenn da Digital Audio Player drauf steht, aber nichts von Recorder, hätte ich es nicht gekauft. Aber in der eBay Produktbeschreibung, ich verlinke die mal unter dem Video, ich weiß nicht, wie lange der Händler die noch online hat, da steht Recorder. Und genau bei dem Händler habe ich das gekauft. Tja, und da muss ich sagen, weil dieses hier fehlt, beim letzten Bild von dem, vermute ich, dass er das weiß und dass er mit Absicht Recorder verkauft und dann Player verschickt. Also, dass der Händler nur Player hat. Und das Ding einfach als Rekorder verkauft. Und klar, hier ist eine Rekord-Stopptaste. Aber das bringt halt nichts, wenn die nicht funktioniert. Ich habe mir von dem Modell hier, also von den YT03, habe ich in YouTube mir ein Videos angeschaut. Und die haben hier drei, die haben hier noch ein Rek. Die haben nicht MSC, FM, SIS, sondern die haben hier noch ein Rekordzeichen. Und das hat das hier nicht. Es reagiert zwar, aber es nimmt nicht auf. Wenn ich eine SD-Karte rein tue. Jetzt machen wir mal eine SD-Karte rein. Ups. Jetzt spielt er mir die MP3-Datei ab. Da, rot, rot, rot. Klar, er spielt mir die MP3-Datei ab. Kann auch meinen Kopfhörer anstecken. Stecke ich mal den Billigkopfhörer an hier. Und was Billigkopfhörer? Ja, okay, abspielen tut ja schon. Als MP3-Player ist ja schon brauchbar, aber es ist halt nur ein MP3-Player. Okay, und die Batterie von dem ist scheinbar hier so gut wie leer. Batterie blinkt. Müsste ich mein USB anstecken und laden lassen. Okay, ich schraube den jetzt wieder zusammen. Ich habe euch gezeigt, wenn ihr einen Rekorder kauft bei dem Händler, bekommt ihr wahrscheinlich einen Player, der kein Mikrofon drin hat, der nicht aufnehmen kann. Also bei mir funktioniert es zumindest nicht. Okay,
Danke fürs Zuschauen.